Bangity Bang mit dem Ex. Deine ehrliche Meinung bitte dazu. Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder an der Zeit für ein Video über Dating, Männer, Bangity Bang und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und natürlich dürftet ihr mir wieder über Instagram Fragen stellen bzw. euer Problem schicken. Passend zu dem Video möchte ich heute von dir wissen, ob du glücklich verliebt bist, unglücklich verliebt oder gar nicht verliebt. Schreib es mir unbedingt in die Kommentare, indem du die folgenden Emojis benutzt. Und dann würde ich sagen, legen wir los und los geht's. Die erste Frage finde ich ganz lustig, weil die was mit einer Serie zu tun hat, die in der letzten Zeit oder auch momentan einfach sehr gehypt ist. Und zwar, du hast auch Love is Blind geschaut, kennt ihr vielleicht. Denkst du, sowas funktioniert wirklich? Und ich finde das super interessant, deswegen habe ich die Serie auch sehr schnell durchgesuchtet. Da geht es halt einfach darum, dass Leute in Kabinen gesteckt werden und sich nur in diesen Kabinen miteinander unterhalten. Sie sehen sich aber nie, sondern verlieben sich halt ineinander nur durch ihre Erzählungen, in die Stimme oder ne, wie auch immer. Ja, glaube ich an sowas? Ich denke schon, aber ich denke, man muss sich komplett darauf einlassen. Ich glaube, viele Leute, hat man ja auch in der Serie gesehen, können einfach diese Oberflächlichkeiten nicht abstellen. Also selbst wenn sie am Anfang jemanden toll finden, kommen danach trotzdem Sachen hinzu, die sie irgendwie stören, weil einfach der Kopf, den kannst du halt manchmal nicht ausschalten. Es ist halt immer Herz gegen Verstand und bei manchen überwiegt halt der Verstand, bei den anderen das Herz. Und ich glaube, dann funktioniert es bei denen, wo das Herz überwiegt, aber es ist super schwer. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich jemand wäre, der durchaus da Gefühle entwickeln könnte, also ohne die Person gesehen zu haben. Nur danach würden halt Sachen eine Rolle für mich spielen, wie zum Beispiel Geruch. Geruch finde ich so wichtig. Ich betone das wirklich jedes Mal, weil es mir tatsächlich wichtiger ist, wie ich jemanden riechen kann, als wie die Person aussieht. Ist das bei euch auch so? Und ich rede jetzt nicht vom Parfüm. Ne? Parfüm ist natürlich auch toll, aber das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich den Körpergeruch eines Menschen. Na, oh, da denke ich an ein paar sehr feine Kandidaten gerade. Naja, egal. Ganz viele fragen mich auch jedes Mal, hey, bist du schon wieder neu am Daten? Verarbeitest du noch die Trennung? Wie ist der Stand der Dinge? Und ich kann dazu sagen, dass ich auf einem extrem guten Weg war. Also, ja, ich war auf einem extrem guten Weg, bis ich, ich glaube, in den letzten 2 Wochen ein paar Dinge erfahren habe, die mit meinem Ex-Partner zu tun haben. Und dann habe ich meinen Ex-Partner auch noch gesehen am Wochenende, zufälligerweise. Und ich muss aber sagen, ich bin so froh über diese Begegnung gewesen, weil ich jetzt einfach mit so einem guten Gefühl komplett damit abschließen kann, weil es einfach kein böses Blut gab. Es gab, also, wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie so komisch, aber manchmal, du weißt, viele Dinge sind blöd gelaufen und du weißt, du hast jeden Grund, vielleicht irgendwie einen Hass zu haben gegen diese Person. Aber dann siehst du die Person und du merkst, also zumindest geht es mir so, dass der Mensch dir ja sehr vertraut war und du den Menschen sehr gemocht hast. Also jetzt nicht nur auf romantischer Ebene, sondern einfach auch als Person. Und du merkst, oder zumindest war es bei mir, ich konnte gar nicht irgendwie sauer sein. Ich konnte wirklich gar nicht mehr sauer sein. Ich dachte mir einfach nur in dem Moment, hey, ich wünsche dir das Allerbeste und mach dein Ding. Und es wird schon alles irgendwie seinen Weg finden. Ich verarbeite das jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag meinem Ex-Freund hinterher weine oder so, um Gottes Willen. Also über diese Phase bin ich schon längst hinaus. Aber einfach, ich bin ein emotionaler Mensch. Ich hänge einfach in Sachen drin und ich hänge lange da drin und ich überlege lange und so weiter. Deswegen, ich könnte mich niemals nach dem Ende einer Beziehung direkt in eine neue Beziehung stürzen, weil ich einfach nicht so eine Person bin. Ich kann nicht und ich will auch niemanden zum Ablenken nehmen und ich muss das irgendwie mit mir ausmachen und deswegen in diesem Prozess bin ich gerade noch oder bin ich vielleicht auch noch in einem Jahr, heißt aber nicht, dass ich nicht schon weitermache und offen bin für Neues. Toxische Beziehung, wie komme ich raus, hat jemand gefragt. Ja, meine letzte Beziehung war tatsächlich auch eine mit sehr, sehr vielen toxischen Elementen. Leider, leider. Ich war 2 Jahre da drin. Es ist super schwer rauszukommen, weil man einfach nicht versteht, also wie kann man jemanden so sehr lieben und auf der einen Seite überhaupt
nicht zusammenpassen. Oh mein Gott, also wie kann man so unterschiedliche Vorstellungen irgendwie von der Welt haben? Und warum ist man überhaupt zusammengekommen, fragt man sich in ganz, ganz vielen Momenten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die roten Flaggen, Leute, die roten Flaggen, die sind schon so früh da. Man will es einfach nicht wahrhaben, weil man diese rosarote Brille trägt und ja halt Gefühle im Spiel sind. Aber ich sag euch, das Bauchgefühl trügt einen nicht. Wenn ihr von Anfang an merkt, boah, irgendwie kann doch so keine Beziehung sein. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt so abläuft. Dann stimmt was nicht. Und dann sollte man darüber reden. Und wenn man merkt, der Partner, den interessiert es gar nicht oder der ist gar nicht bereit, Sachen zu ändern, dann muss man gehen. Ich bin 30 und Dauersingle, habe Angst, immer alleine zu sein. Das Problem haben, glaube ich, viele Frauen. Puh, Leute, wenn ihr wüsstet, wie oft ich dieses Thema mit meinen Freundinnen bespreche. Das Ding ist einfach, ich glaube, viele Menschen sind heutzutage einfach nicht bereit, was Festes einzugehen. Viele Menschen wollen irgendwie kurzlebige Dinge oder irgendwie mal was Schnelles. Also auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite darf man sich aber nicht zu krass von diesen Dingen beeinflussen lassen in seinen Gedanken, weil wenn man anfängt so zu denken, so von wegen, ich bin Dauersingle, ich finde niemals einen Mann und niemals wird mich jemand lieben und ich bin alleine und da geht man auch mit so einer Ausstrahlung durch die Welt. Wisst ihr, was ich meine? Und ganz ehrlich, wenn jemand so eine Ausstrahlung hat, dieses leicht, man riecht es, man riecht diese Verzweiflung dann, versteht ihr? Man riecht, dass dann die Person unbedingt eine Beziehung will und das ist ein fetter, fetter Abturner. Mein Tipp ist halt wirklich immer, konzentrier dich auf dich selbst, konzentrier dich auf deinen Beruf, konzentrier dich auf dein Wohlbefinden, geh zum Sport, unternimm Dinge, geh raus, geh auf Festivals, geh ins Kino, mach Sachen. Also bleib bloß nicht zu Hause sitzen und warte darauf, dass dein Prinz an deine Tür klopft, weil das wird nicht passieren. Aber du solltest dich zu deiner Priorität machen, zufrieden mit dir sein und glaub mir, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du sagst, boah, das Leben ist geil, er wird kommen. Er wird zu 100% kommen und man darf das nicht aufgeben, diesen Gedanken und sich bloß nicht verzweifeln, weil das ist wirklich, die Männer riechen das und laufen davor weg. Sich beim Bangity Bang wohlfühlen ist auch so eine Sache, die euch sehr zu beschäftigen scheint. Ich verstehe euch, Leute. Also ich bin zwar momentan zufrieden mit mir und ich liebe meinen Körper, was aber nicht bedeutet, dass man manchmal auch Zweifel hat oder manchmal sich denkt, oh Gott, wie sieht das jetzt wohl aus? Das Ding ist nur, Bangity Bang ist eine Sache, die ist nicht so visuell, wie man denkt. Also, wie sich jemand anfühlt und was da gerade passiert, ist tausendmal ausschlaggebender und wichtiger und glaubt mir, Freunde, wenn ein Typ mit euch gerade zu Gange ist, dann wird er nicht sagen, oh mein Gott, Anna, du hast da eine Speckfalte, lass mal eine andere Stelle machen, ich will das jetzt hier nicht sehen. Also, versteht mich nicht falsch, aber es wird einfach kein Mann auf dieser Welt sagen. Was man wirklich machen kann, was das Allerbeste ist, ist loszulassen, komplett loszulassen. Dann wird das so schön und nicht daran zu denken, wie man aussieht, weil das wirklich Nebensache ist. Da denkt ihr, euer Gegenüber sieht immer toll aus beim Bangity Bang? Hell no! Also wenn ich mir manche Gesichter angucke beim, ne? Oder auch Männer haben Speck, so ist es nicht, ne? Also auch Männer haben Bauch und Männer haben auch, sehen auch unvorteilhaft aus, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, ist irgendwie, keine Ahnung, Frauen, Männer immer auf so Podeste heben und immer so denken, oh mein Gott, ich kann mich jetzt nicht nackt zeigen, um Gottes Willen. Freunde, just do it. Vergesst es, lasst los, genießt es. Gönnt euch ein Gläschen Sekt davor, wenn es euch hilft. Ja, das ist mein Tipp, einfach loslassen. Auch spannend, er hat mich betrogen, ich will ihm verzeihen, aber er kann damit nicht leben, was tun. Das ist natürlich krass, also das ist heftig. Das Ding ist einfach, manche wollen sich das, also wollen diese Verantwortung nicht auf sich nehmen, dass sie halt Scheiße gebaut haben und du halt mega darunter leidest und, wie sagt man das, also es ihnen einfach durchgehen lässt. Boah, ist schwierig. Also natürlich fragt man sich, wie lange wart ihr zusammen? Was genau war das für ein Fremdgehen? Also, ne, was sind die Umstände?
ich würde drüber reden. Ich würde generell über alles reden, so oft es geht. Ich würde meine klaren Gefühle und Gedanken ausdrücken und sagen, wie es ist. Und dann gucken. Aber letztendlich kannst du niemanden zwingen. Und ja, es müssen beide irgendwie damit zufrieden sein, damit es weiter funktionieren kann. Und zu guter Letzt, Bangity Bang mit dem Ex. Deine ehrliche Meinung bitte dazu. Also, wenn es frisch ist, dann auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn es aber ein Ex ist von vor 7 Jahren und man weiß, okay, es war voll gut und irgendwie, weiß ich nicht, begegnet man sich wieder, beide sind Single und denken sich so, ganz ehrlich, why not? Aber die Umstände müssen halt stimmen, aber solange Gefühle da drin sind, no. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasst mir jetzt unbedingt einen fetten Daumen nach oben. Und hier an der Seite verlinke ich euch jetzt noch andere Videos, die vielleicht auch mit dieser Thematik zu tun haben. Hier oben könnt ihr mich dann kostenlos abonnieren für mehr Content dieser Art. Und vergesst auch nicht, die Glocke einzuschalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao!